Woo! Ab in die Halbzeit. Also ich fange mal an, wie so eine Sirene zu klingen ab und zu. Ich wünsche euch einen paulanerhaften Tag, Guys. Hashtag not sponsored. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Small SMB U. Den zweiten Part dieses kleinen Mini-Hacks. Schaut euch auf jeden Fall die vorangegangenen Parts an. Ich meine Part 1 und auch Summer Vacation. Schaut euch einfach die Hacks an. So, ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr kennt das Ganze. Wir machen heute weiter im Turm von Welt 1. Slithering Tower. Der allererste Turm, auf den wir in Hacks stoßen. Das haben wir beim letzten Mal schon... Okay, der Turm fängt interessant an. Aber ich sehe da auch schon... Gebäudestrukturen, also dementsprechend, ich will alle Münzen haben. Geht es wirklich in den Turm rein? Ich hatte jetzt wirklich Angst, dass der jetzt hier wirklich ein Graslevel in einen Turm baut. Und so dachte ich mir so, Alter, what? Nein, don't do it. Aber er tut's nicht. So, und oh, jetzt weiß ich auch, warum das Slithering Tower heißt. Was haben die alle mit ihren Schlangenblöcken? Ich hasse sie so sehr. Niemand mag sie. Oh, aber da ist eine Starcoin. Das ist eine feine Sache. Die Frage ist jetzt nur, wie ich weiter hochkomme. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Aber ich bin oben. Wahrscheinlich hätte ich da irgendwie auf die... Ich schätze, irgendwie auf den Schlangenblock warten müssen. Aber so, warum warten, wenn ich es direkt haben kann? Yes! Das ist mein Motto. Okay. Also, bisher recht... Das sagt mir, die Elemente kennt man doch irgendwo her. Oder? Irgendwie... Weil daneben hat sich gerade einfach meine Sonnenbrille bewegt. Bruder? Lebst du? Bitte, bitte tu mir nichts. Ich spiele jetzt einfach weiter. Ist mir egal, was die da drüben macht. Ich bin tough und mutig. Tough, das Promi-Magazin. Nein, 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 nein! Ah! Oh, come on. Diese Schlangenblöcke demotivieren. Diese Schlangenblöcke demotivieren einfach. Anders kann man das nicht sagen. Ich sehe sie und werde traurig. So, ich versuche jetzt mal hier reinzugehen. Hier geht es aber nicht rein. Dann versuche ich hier reinzugehen. Oh nein, hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht. Wetten, das ist der... Ich weiß nicht, ob das jetzt der reguläre Weg ist. Oder ob der Weg hier oben lang der reguläre Weg ist. Oh, okay. Ich denke, die Frage hat sich gerade relativ easy erledigt. Hier geht's rein? Okay, ich bin gerade maximal verwirrt. Ist da was? Nein? Okay. Aber ich habe nur eine Starcoin. Heißt das, ich habe eine verpasst? Nein, sag mal nicht, ich habe eine verpasst. Komm, ich bin echt... So schlecht bin ich gar nicht. Oh, lass mich doch. Was machen die Coins hier? Okay. Der versucht mir, glaube ich, gerade zu vermitteln, dass es... Aha! Moment mal, das können wir doch. Das können wir doch hier. Ein bisschen skippen, oder? Oder wir warten hier einfach mal. Ich höre zwar den Schlangenblock. Ah, da kommt der. So, und dann machen wir einfach den hier. Yes! Was ist das jetzt? Okay, eine ganz verrückte Route. Aber wir haben tatsächlich Starcoin 2 verpasst. Safe in irgendeiner durchlässigen Wand. Zu 100% in irgendeiner durchlässigen Wand, was ich übersehen habe. Shit, das ist ärgerlich, das tut weh, aber naja, kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob er den Bum-Bum-Fight verändert hat, ob das überhaupt möglich ist. Oder ob wir hier, na, wir geben ihm ganz normal auf die Phrasen. Alles klar, das dürfte, denke ich, ein relativ easy Kampf werden. Da fordere ich einfach nochmal meinen Fidget Spinner. Alter, ich bin einfach richtig, ich bin richtig im Trend. Wann war ein Fidget Spinner aktuell? War das 2018 oder war das noch 2017? Ich glaube 2008. Nee, warte mal. Stopp, ich war noch in der Berufsschule, als Fidget Spinner innen waren. Lol, war ein Fidget Spinner wirklich 2017? Es kommt mir nicht so lange her. Und übrigens hat er doch den Fight verändert. Er hat direkt den schwierigsten Bum-Bum genommen. Nicht den am Boden rumlaufenden Bum-Bum. Sondern den Fliegenden, der quasi, glaube ich, im originalen NSMBU quasi so die finale Form war. Aber trotzdem kein Problem. War ein Fidget Spinner wirklich 2017 in? Das war vor 2 Jahren, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so lange her sein. Holy shit, Alter, die Zeit rast. Doch, aber ich war noch in der Berufsschule, als die in waren. Ich habe mir in der Berufsschule, habe ich mir bei Norma einen für 2,50 Euro gekauft, weil mir so stinklangweilig im Unterricht war. Und 2018 war ich nicht mehr in der Berufsschule. Krass.
Hättet ihr gedacht, dass der Fidget Spinner halb 2 Jahre her ist? Ich hätte gesagt, höchstens ein Jahr. Egal. Anderes Thema. Wir brauchen Starcoin Nummer 2. Okay, hier könnte es tatsächlich sein. Hier eine der Wände. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das sah irgendwie verdächtig aus. Ah, da hätte ich vorher auch schon drauf kommen können. Aber was soll's. Wir haben es rausgefunden. Alles einwandfrei. Ich besiege nochmal kurz Bum Bum und dann schauen wir uns das nächste Level an. Schande über mich, Leute. Ich habe im Bum Bum Fight 2 Items verloren. Das ist traurig, ich gebe es zu. Aber was soll's. Wir machen weiter. Wir vergessen das einfach. Weg damit. SSMBU 3. Hackett hat? Was ist denn... Wer oder was ist ein Hackett? Sind das Hackets? Bruder, bist du ein Hackett? Nein, ich bin ein Kneipenschläger. Okay, alles klar. Ich habe nur nachgefragt. Yes! Wieder ein Secret. Ich hab's schon im letzten Part erwähnt. Ich mag Secrets, die eigentlich keine wirkliche Bedeutung für den Levelverlauf haben, aber die dem Spiel einfach das Gefühl geben, Bro, du bist so geil, du hast ein Secret gefunden, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich feier das. Aber was ich noch mehr feiern würde, ist die erste Starcoin zu finden, aber jetzt mal eins nach dem anderen. Die Level sind hier auf jeden Fall ein Tick kürzer und auch hier muss ich einfach wieder erwähnen, Custom-Musik hätte diesem Spiel einfach verdammt gut getan. Hier ist auch safe ein Stern drin, oder? Nein, nur ein One-Up. Ich hatte gehofft, dass hier ein Stern drin ist, weil ich nämlich nicht weiß, wie ich sonst in die Starcoin... Muss ich da wirklich unten durchschwimmen? Geht das überhaupt? Moment mal, jetzt erstmal abwarten. Kriege ich vielleicht hier einen Stern raus? Wenn ich diese Challenge hier mache, kriege ich da vielleicht einen Power-Stern raus? So, das würde doch passen, oder? Nein, geh da runter! Alles gut? Stern, bitte ein Stern. Nein, kein Stern. Okay, wo ist der Pilz hin? Muss ich hier wirklich unten durchschwimmen? Ich traue mir das nicht zu. Ich habe Angst, dass ich dann zu niedrig bin und dann einfach elendig ertrinke. Ich möchte nicht elendig ertrinken. Aber ich will auch nicht den Checkpoint aktivieren, bevor ich das Starcoin habe. Alles klar. No risk, no fun. Wir probieren das. Okay. Yes! Yeah! Oh, mega gut. Woo! Ab in die Halbzeit. Also ich fange mal an, wie so eine Sirene zu klingen ab und zu. Oh, lol. Wenn ich Stampfattacken auf Palmen mache, kommen Münzen raus, das wusste ich nicht. Ja, ab und zu, wenn ich immer dieses Woo mache, dann werde ich einfach mal zur Sirene. So, Achtung, Achtung. Gratis Leberkäse-Semmeln in der Mensa. Oh, da kann ich rein. Sehr schön. Schöne Art und Weise, die Röhre zu verstecken. So, du musst warten, bis die Fontäne runtergeht, dass du quasi unter dieser Ebene... Oh nein! Ich hasse ihn! Eine Berührung mit ihm und du bist einfach nur verdaute Leberkässemmel, aber alles gut. Das war Starcoin Nummer 2. Ja, alles gut. Oh nein, jetzt kommt der auch noch. Ey, komm, was ist denn jetzt? Ist es hier Versammlung der nervigsten Gegner in ganz NSMB Wii oder was? Oder U oder überhaupt in NSMB? Oh, die sind beide Horror. Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Und dann machen wir hier zack, zack, zack. Item bitte. Ich will nicht direkt zu Hackfleisch verarbeitet werden. Ich muss doch safe hier rein, oder? Nicht! Es war ein Bait! Alles klar, dann weiß ich jetzt Bescheid, dass da unten nichts ist. Ihr Schweine. Aber da unten könnte was sein. Ja, da ist doch safe was. Oh yeah. Und der Fisch ist auch weg. Das war noch so ein Indiz dafür. Und man hat ja auch die Starcoin gesehen. Sehr schön. Schönes Versteck. Allgemein, also Starcoin-Verstecke sind in diesem Hack deutlich besser als in Summer Vacation. Und auch, naja, obwohl... Nee, ich will Summer Vacation nicht vorwerfen, dass es... nicht genug unterschiedliche Themes verwendet hat. Es hat sich als Sommerhack entpuppt und dementsprechend war es auch legitim, dass es viel mit dem Wasser-Theme gearbeitet hat. Aber ich sag mal, die Variation hier in dem Hack gefällt mir einfach schon, die gefällt einfach deutlich besser. Also man hat mehr zu tun, muss man einfach zugeben. So,
Und dann werden wir beim nächsten Mal noch einen schönen großen Abschlusspart haben. Beende ich an dieser Stelle schon den Part. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann quasi die letzten drei Level an. Dann haben wir quasi nochmal einen schönen großen, also großen Finalpart. Das sind ja alles nur so kleine Häppchen, während ich im Urlaub bin. Einfach, dass ihr was von mir bekommt. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wenn dem so war, zeigt es mir auch gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Abonniert gerne, um nichts mehr von Small SMBU oder von Summer Vacation oder von weiteren Hacks zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hüvi. Habt noch einen schönen Tag. Ich werde vermutlich gerade am Strand liegen und mir die Sonne auf den Wanst scheinen lassen. Bis zum nächsten Mal.